Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Heimwerker Bienchen. Mein Name ist Elsa und heute findet ihr mich hier in einer komplett anderen Location vor. Und zwar gibt es bei mir jetzt ein neues Format, das heißt Das Heimwerk Bienchen fragt. Und die erste Tischlerei, die ich mir vorgenommen habe, das ist die Redwood Möbelmanufaktur in Dresden. Und den lieben Tischlern hier in der Möbelmanufaktur werde ich heute einige Fragen stellen. Falls euch also die Themen Tischlerleben und Ausbildung zum Tischler interessieren, dann bleibt jetzt gern dran und schaut euch auf jeden Fall alle Teile bis zum Ende an, denn es wird auf jeden Fall sehr interessant. Und den nächsten Teil, den verlinke ich dir hier oben in der Infobox. Und sofern der verfügbar ist und schon veröffentlicht wurde, dann kannst du gerne da draufklicken und dir den zweiten Teil eben schon mal anschauen. Und das ist ja eine Formatreihe. Und wenn Tischler da draußen sind, die in Dresden oder Umgebung sind, dann können die mich gern anschreiben. Die E-Mail-Adresse, die schreibe ich hier unten mit rein. Die Fragen, die ich heute der Redwood Möbelmanufaktur in Dresden stelle, die werde ich heute dem Patrick fragen. Und der Patrick, der wird sich jetzt mal ganz kurz vorstellen und dann würden wir mit den Fragen beginnen. Hallo, ich heiße Patrick Hensler, ich bin Tischlermeister und Geschäftsführer der Redwood Möbelmanufaktur. Vielen Dank. Was mich natürlich als erstes interessieren würde, wie seid ihr dazu gekommen, hier in Dresden Fuß zu fassen und das an diesem Ort? Thorsten hatte in Freiberg studiert und von da aus habe ich dann halt eben eine Lehrstelle gesucht, hat dann in Freital eine Lehrstelle gefunden. Und bin dementsprechend halt eben nach Dresden gezogen, habe die erste Wohnung gehabt und hat uns so gut gefallen hier, dass wir einfach hier geblieben sind. So, und die nächste Frage ist dann, wieso habt ihr eure Firma überhaupt Redwood Möbelmanufaktur genannt? Für diejenigen Zuschauer, die jetzt in Englisch nicht so bewandert sind, Redwood heißt auf Deutsch Mammutbaum. Und warum habt ihr euch auf Möbel spezialisiert? Also zu dem Namen habe ich mir sehr, sehr lange Gedanken gemacht. Habe dann eine große Umfrage gemacht unter Familie und Freunde mit vier verschiedenen Namen. Und Redwood war der einzige englische Name von den vier Namen. Und die große Mehrzahl fand Redwood wirklich am besten für die Tischlerei. Ja, deswegen haben wir Redwood genommen. Wir haben es auch einfach genommen, weil es sich gut anhört. Es hat keinen weiteren Hintergrund. Und wir stellen Möbel her, weil es einfach das ist, was mir am meisten Spaß macht. Also es ist wirklich einfach Selbstverwirklichung, dass wir uns Möbel spezialisiert haben, das erstellen. Und welches waren die anderen Namen? Kannst du dich noch daran erinnern? Also das eine war eine Zahl, 1812. Einfach auch, um mal ja, einen anderen Namen zu haben als Tischlerei Schmidt oder so. Dann die Möbelherren war auch eine Möglichkeit. Wie wir gerade schon erklärt haben, habt ihr euch auf die Möbel spezialisiert und seid ihr trotzdem in anderen Bereichen tätig, wie beispielsweise Türen oder Fensterbau, oder macht ihr wirklich ausschließlich Möbel? Wir machen eigentlich ausschließlich Möbel, wenn jetzt aber in Kombination mit einem Möbelstück es noch notwendig ist, irgendwo eine Tür zu ersetzen oder neu einzubauen, dann machen wir das auch. Wir bleiben aber da trotzdem im Innenbereich, also jetzt eine Hauseingangstür oder Fenster will wir nicht einbauen. Mhm. Ja, also wir trennen es, also die Fenster haben wir auch alle eingebaut. Also es ist, ja, es gibt viele Unternehmen, die machen ausschließlich das und die können das dann halt auch viel günstiger anbieten. Mhm. Deswegen ist das für uns, ja, nicht so lukrativ. Ja, gut, und wenn Möbel sowieso sowas ist, was er total gerne macht, dann passt das ja alles. Genau. Und dann kommen wir auch zur nächsten Frage. Arbeitet ihr auch mit anderen Tischlereien zusammen, vielleicht sogar aus der Umgebung, oder macht ihr alles selbst, auch das Furnieren etc.? Also wir sind für Tiefholz sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben aber keine Kantenanleihmaschine. Da haben wir eine Tischlerei in der Nähe, wo, wenn Bedarf ist, nehmen wir die Platten, fahren da hin, fahren da die Kante dran. Zuschauer und so machen wir trotzdem hier. Und wenn wir furnierte Platten verarbeiten, dann sind die schon vorfurniert. Also dass wir dann ja, direkt furnierte Platten bestellen. Hat halt jeder so seine Spezialität dann, ne? Also der eine macht halt eher irgendwie Furnier, ne? Und der andere, der nutzt genau. Das Furnierte dann. Und jetzt kommen wir zu einer Frage von der Chrissy, die bei Instagram als Woodworking Chrissy bekannt ist. Ich verlinke sie mal mit unten in der Videobeschreibung.
Und zwar wollte sie wissen, ob ihr mit der Tischlermeisterschule Berlin verbandelt seid und ob ihr bei der Hammerhand mitmacht. Da muss ich zu beidem Nein sagen. Und was würdet ihr sagen, wie ist bei euch das Verhältnis zwischen der Verwendung von Echtholz und Multiplex bzw. anderen Trockenmaterialien? Und arbeitet ihr lieber mit Multiplex oder mit Massivholz? Also auf jeden Fall lieber mit Massivholz. Wir schließen aber Plattenmaterialien nicht aus. Es gibt viele Anwendungen, wo es sinnvoll ist, eine Platte zu nehmen, entweder Multiplex oder eine Dreischichtplatte oder eine furnierte Spannplatte. Also Multiplex ist ein bisschen formstabiler, genauso wie die Dreischichtplatte. Arbeitet halt nicht in alle Richtungen, sondern hält eben alles besser. Ich würde aber schon sagen, dass wir zu 80% mit Massivholz arbeiten und dann entweder aus Kostengründen oder halt aus konstruktionsbedingten Gründen dann auf eine Platte zurückgreifen. Ich arbeite übrigens total gerne mit Tischlerplatte. Also ich habe bei mir, wenn ich Möbel mal für mich selbst gemacht habe, dann nur mit Tischlerplatte gemacht, also zu Hause halt. Okay. Ja, manche mögen das, manche nicht, ne? Es ist halt wieder Geschmackssache. Ja, dann noch mit Kante oder die Tischlerplatte? Ganz normal, also ich kann es auch nicht furniert oder irgendwas. Okay. Ich finde halt gerade dieses Design von der Tischlerplatte so schön. Wie gesagt, manche mögen es, manche nicht. Ne? Ich finde das halt total schön. Ja, also habe ich auch im Bad einen kleinen Schrank gemacht und so. Also da ist schon einiges passiert mit der Tischlerplatte und ich will halt bei mir zu Hause alle Möbel mal irgendwann neu machen. Hm. Und würde dann halt wirklich einheitlich immer nur mit Tischlerplatte machen. Ja, so viel dazu. Gibt es bei euch eine bestimmte Holzart, mit der ihr am liebsten arbeitet oder die ihr am meisten verwendet? Und wenn ja, welche und warum? Also wir machen sehr viele Aufträge mit Eiche und mit Esche. Also das sind so die zwei gängigsten Holzarten. Meistens, also wirklich einfach wegen dem Kundenwunsch. Ja, und dass das farblich gut passt für die Möbel oder dass das dem Kunden am besten gefällt. Weitere Gründe hat es nicht. Also wir haben viele Aufträge, wo noch viele andere Holzarten gebraucht werden. Ja, Eichenesche ist wirklich einfach das Geldigste. Und empfehlt ihr das den Kunden auch? Oder ist es dann so, dass die Kunden von sich auch sagen, ich möchte gerne halt mein Möbelstück aus Eiche haben, weil wahrscheinlich mehr Erfahrung damit ist? Oder ist es dann so schön, dass ihr sagt, ja, hier Eiche würde am besten passen? Es kommt immer auf den Raum drauf an, ob es da noch andere Möbel gibt oder einen Fußboden, wo das Holz passen soll. Ob die Kunden das eher dunkel haben wollen oder eher ein helles Möbel haben wollen. Mhm. Ich habe einen Haufen Muster da, die ich zu den Kundengesprächen mitnehme, wo die Kunden dann einfach die Hölzer miteinander halten und sagen, ja, vom Optischen sich dann eins aussuchen. Dann die nächste Frage ist, wenn ein Kunde jetzt ein spezielles Holz haben möchte, zum Beispiel Zebrano oder Ulme, wo bekommt ihr das Holz her und wie lange dauert das dann von der Beschaffung bis zur Fertigstellung des ganzen Projekts? Also wir haben einige Holzhändler hier in der Umgebung, zum Beispiel Rentsch, ZTG, Wölk, Klöpfer und FSG. FSG, die sind in Leipzig, das ist so die Anlaufstelle für wirklich besondere Hölzer und besondere Furniere. Da bekommt man auch sehr exotische Hölzer oder halt Sonderwünsche. Das haben die meistens wirklich alles auf Lager. Also wenn man was braucht, ist es jetzt nicht so, dass wir Holz bestellen und so wieder liefern. Du musst das dann noch irgendwo herbeziehen, sondern das ist meistens wirklich irgendwo auf Lager. Ich mache es meistens so, dass ich das Holz für den Auftrag dann so bestelle, dass es halt eben zum Fertigungsbeginn da ist, aber halt auch nicht in Wunder lang hier noch rumliegt. Und die meisten Projekte sind eine Woche oder drei, vier Wochen. Viel länger dauert ein Projekt nicht. Okay. Weißt du, die Lagermöglichkeiten habt ihr jetzt ja auch nicht, ne? Wir haben ein sehr kleines Plattenlager und ein Holzregal. Wir bestellen wirklich auftragsbezogen. Das machen wir halt. Ja. Die Lieferanten, die sind alle zertifiziert und leider ist es so, dass die uns auch nicht immer genau sagen können, von wo kommt jetzt die Bahn. Es muss etliche Prozesse durchgehen, um zertifiziert zu sein. Ja. Da müssen wir dann darauf vertrauen, dass die Händler uns halt auch aus nachhaltigem Anbau das Holz verkaufen. Und gibt es auch Kunden, die jetzt hier speziell Holz aus nachhaltigem Anbau sich wünschen? Oder sagen die dann auch, es ist mir egal, Hauptsache es ist halt Eiche zum Beispiel? Den Wunsch hat tatsächlich noch kein Kunde so geäußert. Und ist es bei euch so, dass die Möbelstücke nacheinander aufgebaut werden oder macht ihr bei mehreren Möbelstücken immer den gleichen Schritt?
Beispielsweise, wenn ihr drei Schränke parallel aufbauen müsst oder bauen müsst, wird er bei allen drei Stücken das Holz erstmal abgerichtet und dann weiter verarbeitet oder wird zunächst ein möglichst Stück komplett fertig gebaut, ehe mit dem nächsten begonnen wird? Das kommt so ein bisschen auf den Auftrag drauf an. Also wir würden jetzt nicht verschiedene Aufträge miteinander vermischen, aber wenn man jetzt in einem Auftrag zum Beispiel Wohnzimmermöbel hat, wo jetzt vier einzelne Schränke sind, die alle aus dem gleichen Holz sind, den ich aufbaue, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, das komplett auch alles aufzuteilen, abzurichten, auszuhobeln für alle vier Schränke aufzumachen. Gut, da habt ihr ja natürlich auch schon viel Platz. Aber generell ist es so, dass wir wirklich auftragsweise abarbeiten, sodass nicht mehrere Aufträge nebeneinander herlaufen. In der Planung ist es natürlich so, dass da viele Aufträge nebeneinander sind. In der Fertigung hat halt ein Tischler einen Auftrag, den er von Anfang bis Ende macht. Welches Programm nutzen ihr für die Planung von euren Projekten? Wir nutzen Fusion 360. Okay. Das ist bekannt, das gibt viele. Bietet all das, was wir brauchen. Gut, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Was macht euch bei eurer Arbeit am meisten Spaß? Ach, mich begeistert eigentlich der komplette Herstellungsprozess. Sehr viel Spaß macht natürlich Verbindungen anfertigen. Es muss jetzt nicht immer irgendwie eine Handverbindung sein, sondern einfach eine gut gefräste Verbindung. Oder ja. Das ist immer, wenn die zwei Bauteile einfach sehr gut passen. Das macht immer viel Spaß. Dann natürlich das fertige Ergebnis zu sehen. Und dann immer das Ölen. Das Ölen ist immer am schönsten eigentlich. Oder überhaupt die Endbehandlung. Also ich mag das immer total, wenn man dann dieses Rohstück Holz sozusagen sieht und dann mit dem Öl drüber geht und dann das total anders aussieht. Also ich finde das immer total interessant. Auf jeden Fall. Schön, wir sind jetzt gerade beim Öl gewesen und da kommt die nächste Frage, und zwar achtet ihr darauf, dass nur mit natürlichen Stoffen gearbeitet wird? Ich denke da zum Beispiel ans Finish, bei dem es ja unterschiedliche Mittel gibt. Mit welchem Endbearbeitungsprodukt, Öl, Lack etc. arbeitet ihr am meisten und am liebsten? Also wir machen sehr, sehr viel mit Radwachsöl, das quasi das Beste ist, das Radwachsöl. Auch sehr viele geölte Flächen und wo es halt eben nötig ist, lackieren wir auch. Meistens Badmöbel oder halt Küchenarbeitsplatten oder sowas. Da ist eine lackierte Fläche auf jeden Fall besser, kratzfester, stoßfest und ja, wasserabweisend oder wasserfest. Aber wirklich schon sehr gerne mit Hartwachsöl. Das ist dann auch ein Hartwachsöl, was speicherecht ist, also auch für Kinderspielzeug zugelassen ist. Habt ihr da eine spezielle Firma offen? Ja, wir nehmen das von außen. Bei Öl nehmen wir das Naturhaus. Das ist der Hersteller eines wirklich Naturhaus. Achso, okay. Und Leberöl ist auch noch sehr gut. Gab es in letzter Zeit etwas, was ihr als alte Hasen neu gelernt habt? In Jahren kam es dazu und was war es? Also, was mich so richtig erstaunt hat, wir bei einem Kunden haben einen Bartschrank montiert und die hatten eine Treppe sich umfertigen lassen. Und diese Treppe gefangen, die sah aus wie Stahl, aber das war eigentlich das. So ein HPL-Material, aber halt 15 mm stark. Das hat mich dann wirklich erstaunt, dass diese Plattenmachung, mit der ich auch schon gearbeitet habe, direkt über so eine lange Strecke als Treppenwange eingesetzt werden kann. Und auch so dünn, also das sah wirklich aus wie eine Stahlwange. Und jetzt kommen wir nochmal zu einer Community-Frage von der Chrissy. Führt ihr offizielle Weiterbildungen außerbetrieblich durch oder kommt jemand zu euch? Also bis jetzt. Da wir auch die Firma noch nicht sehr lange haben, haben wir jetzt noch keine Weiterbildung oder so gemacht. Und wenn es so käme, dass man irgendwann Weiterbildungen durchführt? Also es ist so, dass die Lernenden müssen ja immer ihre Maschinenkurse und Motorradkurse machen, diese Pflichtkurse. Das ist alles extern. Ja, und ich denke auch, dass wenn wir Weiterbildung machen würden, dass es dann auch wahrscheinlich extern ist. Das ist eine Frage, die können dir alle beantworten. Wie muss man sich die Freizeit eines Tischlers vorstellen? Hat man da genug von Holz oder arbeitet ihr nach Feierabend trotzdem noch viel und gern mit diesem Werkstoff? Ja, nach Feierabend geht es eigentlich auch weiter. Okay. Ja, wie das so ist, ich glaube, jeder Tischler baut auch für sich selber Möbel. Jeder Tischler hat immer Freunde und Bekannte, die auch immer mal kleine Aufträge haben, wo man Möbel machen kann. Und ja, da geht es dann auch in der Freizeit weiter. Es macht aber auch Spaß. Vor allen Dingen dann für eigene Projekte, wo man sich dann halt eben mal ein bisschen austoben kann, wo man nicht so an Kundenwünsche gebunden ist. Da macht es dann nochmal mehr Spaß. Und habt ihr euch schon mal Inspirationen bei YouTube oder Instagram geholt? Oder anderen sozialen Netzwerken?
Ja, sehr viel sogar. Es ist oft so, dass, wenn ich Kundengespräche habe, dass die Kunden sich halt auch schon viele Bilder angeguckt haben. Mhm. Über Google, Instagram, nach alles Mögliche, Pinterest und dann halt eben schon Vorstellungen haben. Es muss nicht immer ein komplettes Möbelstück sein, vielleicht auch einfach ein Detail von einem Möbelstück, was sie irgendwo gesehen haben, was dann in dem eigenen Möbelstück auch nochmal wiederholt werden soll oder auch einfach um Ideen zu sammeln. Das ist wirklich sinnvoll. Mhm. Und es gibt so viele schöne Arbeiten von anderen Tischlern. Ich sag mal, man muss ja keine Ideen klauen oder stehlen, sondern man kann sich ja inspirieren lassen. Ja klar, genau. Das machen ja bei uns halt, ne, in der Hobby-Handwerker-Community ganz viele, die sich bei euch zum Beispiel dann Sachen abgucken wahrscheinlich. Ne? Könnt ihr Tipps geben, wie man sich eine Werkstatt aufbauen soll? So wie bei euch hier ist ja alles sehr strukturiert, nehme ich mal an. Also genau. Dass man hier also vom ganzen Arbeitsprozess her... Wir haben den Aufbau so geplant, dass man nicht viele Wege hat, sondern dass es wirklich zu dem Herstellungsprozess begleitet. Mhm. Soll ich ja sagen, wir haben das Auto, das man vorher angeliefert wird, und direkt dahinter die Säge, sodass wir dann halt eben gleich zum Zuschnitt oder zum Auftrennen kommen. Hinter der Säge dann die Abrechte, wo das aufgetrennte Holz abgerichtet werden muss, dann gehobelt, sodass man quasi einen Kreislauf durch die Werkstatt hat und wie gesagt nicht viel Zickzack machen muss mit dem Material. Ja. Einfach einen Arbeitsfluss hat. Und halt natürlich Arbeitszeit, die dann verloren gehen würde, wenn man das hier ein bisschen falsch aufbaut, aber sowas lernt man ja bestimmt noch in der Ausbildung, ne? Oder in der Meisterschule. Genau, in der Meisterschule war das ein kleiner Themenkomplex. Seit einiger Zeit habt ihr einen YouTube-Kanal, auf dem ihr verschiedene Projekte vorstellt. Den Kanal verlinke ich den Zuschauern oben in der Infobox. Wollt ihr mit diesem Kanal auch die Menschen da draußen dazu bewegen, eine Tischlerausbildung anzufangen? Also das war nicht unser Hauptbeweggrund. Es kann natürlich sein, dass sich Leute dadurch inspirieren lassen. Wir wollen halt eben auch zeigen, dass das vor allem das Tischlerhandwerk, das ist halt eben nicht... Ja, viele alte Tischlermeister sind, die sich den Staub von den Schultern klopfen, sondern dass es auch viele junge Leute gibt und dass es auch einfach ein schöner Beruf ist, mit dem man Spaß haben kann. Unser Hauptbeweggrund für den YouTube-Kanal war eigentlich, um Reichweite zu erzielen, um noch mehr Leute anzusprechen, die auf unser Unternehmen aufmerksam werden. Also das waren erstmal die Fragen von mir, und solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, dann könnt ihr die gerne unten mit in die Kommentare reinschreiben. Und die lieben Leute hier von der Red Bull Möbelmanufaktur, die werden die euch ganz bestimmt sehr gerne beantworten.